nicht. 3 Leute, 3, fuck. Irgendwo hier muss doch was zum Pennen geben, ey. Das geht gar nicht klar gerade. Das geht gar nicht klar gerade, ey. 2 Lebenspunkte, ey. Total verkrüppelt, ne, das geht nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt penne, könnten die beiden oder die drei mich da entdecken. Okay, hier ist keiner drin, das ist schon mal ein guter Anfang. Oh, 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 meins. Meins? Auch meins? Rüstungsspende. Wow. Gut. Ja. Nein. Wieder vollends regeneriert nach einer Stunde Schlaf, das ist sehr gut. So. Rein theoretisch müssten wir auch vom Körper her. Ja, komplett regeneriert sein, das ist gut. Naja. Sehen wir uns mal weiter um. Gut, mit der Legion haben wir uns noch nicht verschissen. Was bist du denn? Ja, wie gesagt, mit der Legion haben wir uns noch nicht verschissen, deswegen greifen wir uns auch nicht an, weil wir auch keine Rekrutenuniform von irgendjemandem anhaben, so RNK-mäßiges oder so. Hätten wir jetzt was von den RNK an oder von den anderen Viechern hier, Pulverplaneten, würden die uns so auseinandernehmen. Zumindest versuchen, also ich lasse mich ja nicht so leicht auseinandernehmen. Was seid ihr denn? RNK? RNK. RNK interessiert mich auch nicht. Ist kein spezieller Mensch dabei. Ich werde mich jetzt nach Novik aufmachen. In Novik werde ich dann wieder speichern und Ende machen. Weil Novik reicht mir dann auch wieder. Du bist nix, gut. Ich dachte schon, da wäre jetzt was. Cool. Bis Novik ist ja noch eine Weile. Ist ja noch ein Stückchen zu laufen. Ja. Ja, in Novik werde ich wieder Pause machen, weil Novik sind wieder ein ganz neuer Abschnitt an Quests und viel zu tun, sage ich jetzt mal, weil wir müssen im Scharfschützen bei irgendwas helfen, wir müssen dann mit Ghoulen irgendwie reden und sowas, also wir müssen dann ab da sehr, sehr viele Quests lösen, wenig laufen, denke ich mal in dem Sinne, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt gerade machen. Hä? Oh, hi. Kopf, Brust, und du? Brust, Brust. Bang. Okay, du bist tot. Bang und bang. Hat was. Was bist du denn für einer? Oh, das war ein Volltreffer. Temporäre Ackermöglichkeit entfernen. Ja, dann nehmen wir auch mal mit. Das ist ja gut brauchbar. Nein.
Ja, das war. Fuck. Gute Dino singt uns was über das tollste Gefühl der Welt. Die Liebe. Ja, das waren jetzt wieder die Nachrichten von wegen, halt doch die Fresse jetzt. McCarran mag es nicht, wenn Zivilisten in Außenposten des Militärs rumlatschen. Wenn sie hier was zu erledigen haben, dann beeilen sie sich damit. Ja, auf Wiedersehen. Hier brauchen wir noch nichts zu erledigen, soweit ich weiß. Also, wir haben uns das auch verkneifen. Können wir uns mächtig verkneifen. Die Militärs mögen es nicht, wenn man bei denen irgendwie rumlatscht. Werden die manchmal recht aggressiv. Das ist eins meiner Lieblingslieder von dem Radio, ja. Nichts los hier. Ah, da, dieser Dino, da sitzt in genau diesem Dino-Kopf, da sitzt der Scharfschütze drin, den wir befragen müssen. Der hat auch alles gesehen, was den Kerl angeht. Weil in dieser Stadt haben die drei oder vier, fünf Leute oder was auch immer, wie viele das sind, ich glaube es waren drei, haben auch da Pause gemacht, einen Rast gemacht. Und ja, wir verfolgen die jetzt und die haben einen Tag Vorsprung oder zwei. Aber wir kommen schnell an sie ran, weil sie langsamer sind als wir. Und kleiner Spoiler, wir werden sie in New Vegas wiederfinden. Also nicht in Las Vegas, sondern New Vegas, was neu aufgebaut wurde, in einer ganz anderen Stadt irgendwo. Irgendwie sowas war das, glaube ich, in der Geschichte, ja. Wenn ich falsch liege, sorry, aber ich sag ja, halb blind. Ich kenn's nicht mehr ganz genau. Ich hätte euch damals mit der Geschichte komplett totschmeißen können, weil also, da habe ich auch alles erfahren. Und ich habe ja wirklich, ich erkundschafte jetzt wieder jede Gegend, wo ich kann, für euch, damit ihr auch alles über dieses Spiel erfahrt und wie ich das damals auch gemacht habe. Und es wird noch ein paar Stunden so gehen. Also, das ist jetzt die zweite von 4, 5, 6 Städten und hier müssen wir schon mächtig questen und Sachen erledigen. Das sind Händler. Aber da müssen wir jetzt noch nichts drüber wissen. Ja. Wir sind jetzt in Novak. Ich werde jetzt hier noch dieses Tor öffnen und dann werde ich Pause machen. Beziehungsweise werde ich hier reingehen, speichern, Pause und aufhören. Weil wir dürfen hier mit den Leuten anfangen zu reden und daran werde ich mich halten. Gut, das war eine weitere Folge von Fallout New Vegas mit eurem Sorrow und ich wünsche euch viel Spaß beim Angucken, ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören, ich werde so schnell wie möglich weitermachen. Aber ich habe aber was anderes vor, von daher ich werde vielleicht morgen nochmal aufnehmen, vielleicht übermorgen, ansonsten erst nächste Woche wieder und ja. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und danke fürs Zusehen. Bye bye.